Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Boah, ist das heiß jetzt in Dubai. Jetzt ist heiß geworden, über 40 Grad. Ist auch gerade echt nebelig, also nicht nebelig, sondern sandig. Sand in der Luft. Also immer wenn es nicht ganz so klar ist in Dubai, ist es Sand. Und ja, sehr heiß, deswegen werden es jetzt immer weniger Menschen am Strand. Da fährt einfach die Polizei mal über den Strand. Warum nicht? Ja, so sieht's aus. Also gibt einige Neuigkeiten, ich berichte später. Bis dann. So krass, meine Freunde. Es ist unfassbar. Unfassbar, meine Freunde. Also als erstes wollte ich mal kurz sagen, ich habe ja ungefähr vor 2-3 Wochen und ich sage ja immer, was in den USA passiert. Das passiert dann ein paar Wochen später in Deutschland auch. Und ich habe ja den Producer Price Index verlinkt und gesagt, die Produzenten müssen jetzt immer mehr zahlen und es kommt noch viel mehr auf uns zu. Weil die Fed zieht jetzt die Zinsen hoch und sie verkaufen so viel von ihren eigenen Assets wie auch wieder seit 20 Jahren nicht mehr. Alles, was wir jetzt heutzutage sehen, ist wie seit 20, 30, 40, 50 Jahren nicht mehr. Inflation wie seit 50, 40 Jahren nicht. So viel Schulden wie nie. Und es ist wirklich krass. Und wenn man sich das Wissen nicht ansammelt, dann ist man da draußen in der Welt verloren. Die Medien pushen sowieso den ganzen Tag nur, dass ihr am besten nur Alkohol trinken sollt und ja, ist alles so gesund und hier, Rauchen schützt vor. Und Berichte ohne Ende. Und dann selbst, wie verloren man dann ist, dann guckt man irgendwie hier auf Instagram und dann ist jetzt ein neuer Trend. Jeder Fitnesstrainer sagt jetzt irgendwie, dass alles gesund ist. Ihr könnt Süßigkeiten essen, ihr könnt Kuchen essen. Ihr könnt zu McDonald's gehen, ah, es gibt gar keine ungesunden Sachen mehr. Ey, das ist voll gut, weil es voll sozial ist. Dann seid ihr da mit euren anderen Zombies. Und wenn ihr Zombies euch alle gut fühlt, ey, dann kann das auch gut für dich sein. Nein, es ist biochemisch völliger Müll. Und wenn 50% von uns schon Krebs bekommen, und du dich dann mit denen, toll, wir haben zusammen alle eine Krebsparty gemacht, das ist nicht gut für deine Gesundheit. Nein. Und alle wollen dich ausbeuten. Und ey, ich könnte gar nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich solche Scheiße fabrizieren würde. Das geht gar nicht. So, man muss den Menschen doch helfen. Es haben schon 50% Krebs. Wie viel noch? 100% oder was? So, und wenn es den Leuten nicht passt, oh, das ist voll cool, bei dem kann ich voll Schokolade essen den ganzen Tag. Oh ja, dann kaufe ich jetzt seine Stoffwechselpillen. Und dann kann man sich noch im Spiegel angucken. Und das ist das Problem. Es sind 99,5% Zombies da draußen. Ich meine wirklich, entweder sind sie geschult von ganz oben, und ich habe das schon hier verlinkt, schon öfter. JP Morgan und Rockefeller haben damals die Materialien geschrieben von der Medizin, von Psychologie, was man in der Schule lernt. Deswegen sind die Finanzen und das alles, was wichtig ist, da rausgenommen worden. Also entweder sind sie geschult von oben und verstehen gar nichts oder sie verstehen sowieso gar nichts und nehmen einfach alles auf, was alle sagen. Und deswegen, wenn alle zu McDonald's gehen und alle Süßigkeiten essen, dann ist das ja ganz normal. Nein, man bringt zum Beispiel seine Kinder damit um. Das ist der Haupttodesurgrund von, Todesursache von uns, ist genauso eine Zivilisationsscheißkost mit null Mineralstoffen, null gar nichts. So, und der Mensch hat einfach keine Kapazitäten mehr. Also gerade die Ausbildung fertig zu machen oder das Studium und dann, oh, Alter, zum Glück, ich bin fertig, ich muss mich nie wieder darum kümmern, ich muss nie wieder lernen, ey, ist das geil. Jetzt einfach den Job machen, 8 Stunden am Tag und dann Pustekuchen, ich muss nicht mehr denken, geil, kann ich Netflix gucken. Das ist die Kapazität von 99% da draußen. Das zu verstehen, wer hat eigentlich das Material geschrieben, was ich da 5 Jahre gelernt habe? Wer eigentlich? Und was mich daran so aufregt, ist nicht, dass es mein Leben betrifft, weil für mich ist Banane, ist egal, interessiert mich nicht, weil ich bin raus aus der ganzen Sache. Aber mich nervt das, dass sie so erfolgreich sind. 50% bekommen einmal die Diagnose Krebs, 50% scheiden sich in den ersten Jahren. Stresslevel ohne Ende, die Inflation hat die Menschen zur Versklavung gebracht und die bleiben 40 Jahre in ihrem Job. Und kriegen dann 50% kriegen dann eine Rente unter 1.000 Euro.
Und die machen das alle weiter. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, die 4 Punkte, nicht Zeit gegen Geld tauschen, ortsungebunden arbeiten, 99,5% sitzen davor. Oh, ach so. Ja. Snickers. Popcorn. Ach Kind, hast du auch noch Hunger? Warte, Gummibärchen. Der Nutri-Score hat gesagt, ist besser als Olivenöl. Hier. Oh Mann, ich habe gerade die Story angeguckt. Aber was gut ist, dass alle hier eigentlich, die mir zuschauen, schon länger zuschauen, die wissen das alle. Und das Krasse daran ist, dass gerade weil ich so einen Content mache, werde ich nie richtig viele Follower und Zuschauer bekommen. Weil das wollen die Leute nicht sehen. Die Leute wollen irgendwelche... Es ist krass, wenn irgendein Jugendlicher ein Alkoholproblem hat und irgendwie Partys und nur Kacke labert und so. Das ist das. Oder Gummibärchen-Challenges. Und das ist das, was Millionen Follower bekommt und was Millionen Aufrufe bekommt. Weil das so leichte Kost ist. Oh, puh, muss ich mich nicht anstrengen. Muss ich nicht über Finanzen was lernen? Was ist denn da gerade los? Inflation und so interessiert mich nicht. Hauptsache, ich kriege bis zum Ende des Jahres irgendwie, bis zum Ende des Monats irgendwie meine Miete zusammen. Und boah, ey, alles andere ist zu anstrengend. Und das ist das Heftige. So, um es ganz kurz zu machen. Sie machen weiter. Sie werden so lange weitermachen, bis 99% der Menschen pleite sind. Und dann, ich muss auch ein Video auf YouTube machen über diese CBDCs, also über dieses Zentralbankgeld. Dann werden die Menschen sagen, oh ja gut, zum Glück, jetzt bitte macht mal eine Zentralbankwährung, damit sowas Schlimmes wie das, was ihr ausgelöst habt eigentlich, dass das nicht nochmal passiert. So, und wenn man da drin ist, dass man ein universelles Grundeinkommen hat und so und von denen abhängig ist, dann ist Feierabend. Dann wird einem nie wieder was gehören, auch die nächsten Generationen. Und dann musst du das hier wöchentlich machen, wenn sie das wollen. Dann hast du gar keine Chance mehr. Dann wirst du mit allem eingeschränkt, was du dir nur vorstellen kannst. Und sie werden nicht 100% bekommen. Das ist es. Nicht alle werden sagen, ja, ich brauche das, dieses Programm. Nicht alle. So, und deswegen, das Hauptziel ist, da nicht reinzukommen. Und das hört sich jetzt so negativ an, aber das ist voll positiv, weil die Chancen, die wir jetzt bekommen in den nächsten Monaten, das sind die krassesten Chancen, die es seit auch zig Jahren gab oder wahrscheinlich jemals gab. Weil mit der Technologie, die wir heute haben, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, das hatten wir 1929 nicht, auch nicht 2000, auch nicht 2008. Aber die wenigsten werden es nutzen. Und wir haben so geile Möglichkeiten. Deswegen, jetzt ist die Zeit, wo man Gas geben muss. Jetzt ist die Zeit, wo man sich abkoppeln muss. Und ich sage ja jeden Tag in den Videos, guckt unbedingt das Video, was ich erkläre mit der Matrix. Da ist dieses Ganze drin. In allen Bereichen. Sich abkoppeln. Wie abkoppeln. Nicht im Hamsterrad bleiben. Da ist alles erklärt. Alles. Also es ist einfach unfassbar. Ich habe es gerade zusammengerechnet, auch noch niedrig angesetzt, die Rechnung. Ja. Wirklich niedrig angesetzt, dass ich in 2022, in 4 Monaten jetzt, über 100.000 Euro verdient habe, was natürlich wow. Über nächstes Jahr ausgezahlt wird. Aber also alleine ohne Anleitung wäre das halt niemals möglich gewesen, wow. In 1,5 Jahren. Und wow. Niemals. Ja. Wow, das ist echt heftig. Die Bank hat schon deswegen angerufen. Ja. Oh, was ist das? Kann nicht sein. Kopfkarte. Ja, sowas gibt es im Hamsterrad nicht. Was machen die denn da? Ja, ja. Man kann nicht genug für seinen Körper tun, das weiß ich auf jeden Fall jetzt. Ich mache das jetzt 3 Jahre seit dem Maximum-Prinzip. Und ich kann euch sagen, der Cecil, der hat einfach recht. Alles, was er sagt, tritt ein. Ist einfach so. Und deswegen ist er so mit der beste Coach, den ich überhaupt je hatte. Hat mir zu allem verholfen, was ich bisher geschafft habe, körperlich und geistig. Das ist so krass. Wer da noch wartet, der wird es nie schaffen, denke ich. Ist lange Bräune schädlich? Dank der Agenda denken ja so ziemlich alle Menschen, dass alles, was irgendwie gesund ist, wie Sonne oder Vitamine, schrecklich schlimm ist. Nein,
Was man nicht haben darf, ist ein Sonnenbrand, ansonsten ist es gesund. Finanzieller Umgang mit Inflation und bevorstehender Stagflation. Ja, so wie ich es immer sage, ist, man muss sich von diesem System insgesamt, wie es ist, abkoppeln. Das ist das Allerwichtigste von allem. Was ja bekannt ist, ist, dass Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer. Und Arme arbeiten für Geld. Ja, jeden Tag 8 Stunden, immer so bla bla. Und kriegen immer weniger, immer weniger. Und die Reiche lassen nur das Geld für sich arbeiten. Deren Assets werden immer mehr wert. Wenn man Aktienwerte sieht, wenn man Immobilien sieht, wenn man Gold sieht. Alles das, wo sie ihr Geld reingesteckt haben, wird mehr wert. Und sie arbeiten nicht dafür, weil die Assets, die sie haben, zum Beispiel Mieteinnahmen, Dividenden, bei Krypto kann man das auch staken, gibt denen ja Geld. So, und wenn man einmal dieses Volumen aufgebaut hat, dann hilft sogar die Inflation. Das ist ja das Krasse. Und das ist diese Macht, die den meisten Menschen halt verborgen bleibt, weil sie es halt extra nicht im System lernen. Das ist es ja. Es ist extra ausgemerzt worden.